Kot und Urin auf dem Teppich, eingetretene Türen, beschmierte Wände. Der absolute Albtraum für den Vermieter Stefan Kolb. Die Mieteinnahmen seiner Wohnung sollten eigentlich seine Altersvorsorge sein. Jetzt steht er vor einem Berg Schulden. Denn ein Mietnomade hat das Apartment unbewohnbar gemacht. Bad Nauheim. Hier in dieser Wohnanlage hat sich Stefan Kolb ein kleines Apartment gekauft. Als Geldanlage für seine Altersvorsorge. Vor circa anderthalb Jahren hat er die Wohnung vermietet. Doch was dann geschieht, entsetzt ihn bis heute. Abgesehen davon, dass der Mieter keine Miete bezahlt hat, hat er das gesamte Mobiliar, das er mitgemietet hat, gewissermaßen zerschlagen. Und hier zum Beispiel war eine Tür, die hat er eingetreten. Das ganze Ausmaß des Schadens wird Stefan Kolb erst am Tag der Zwangsräumung klar. Als er die Wohnung gemeinsam mit dem Gerichtsvollzieher betritt, ist er geschockt. Von seinen Möbeln, die er mit vermietet hatte, sind die meisten beschädigt. Parkettböden und Teppiche sind mit Kot und Urin beschmutzt. Alles ist verdreckt und vieles kaputt. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die ganze Wohnung müsste komplett renoviert werden, doch dafür fehlt dem Rentner das Geld. Der Schaden ist ja nicht nur dass er die entgangene Miete oder das, was er hier gemacht hat. Er hat mir meine Altersversicherung kaputt gemacht. Stefan Kolb zeigt Fotos seiner Wohnung, aufgenommen vor dem Einzug des Mieters. Das Apartment ist möbliert. Die Küche und übrigen Räume sind eingerichtet. Als Vermieter hat Stefan Kolb keine Erfahrung. Bei der Auswahl des Mieters macht er deshalb einen Fehler, verlässt sich auf den Rat eines Bekannten. Ich habe ihn eigentlich gar nicht überprüft, weil ich ihn wärmstens empfohlen bekommen habe von einem Bekannten, der ein Geschäftsmann ist und der selbst sehr viel hier im Ort vermietet. Und ich habe mich auf dieses Wort, das unter Zeugen gegeben war, verlassen. Im Oktober 2014 gibt Stefan Kolb seinem neuen Mieter die Wohnungsschlüssel. Er hat weder dessen Einkommensnachweis geprüft, noch eine Kaution verlangt. Die erste Monatsmiete zahlt der Mann noch, dann bleibt das Geld aus. Stattdessen kommen ständig neue Erklärungen und Ausreden per Handy. Die Nachrichten, die Kolb von seinem Mieter erhält, klingen so. Überweisung storniert. Da Finanzamt den Überschuss eingezogen hat, verdammte Bande. Ich frage morgen im Büro nach Bargeldvorschuss. Ich werde nachher meine Mutter bitten, mir das fehlende Geld auszulegen, damit ich sie schnellstens bedienen kann. Sie werden das fehlende Geld noch vor Ablauf des Monats erhalten. Vier Monate lang lässt sich der Rentner mit solchen Versprechungen hinhalten. Dann hat er genug, will fristlos kündigen. Doch der Mieter verweigert die Annahme der Briefe. Eine Verzögerungstaktik, gegen die sich Kolb zunächst nicht zu wehren weiß, während sein finanzieller Schaden wächst und wächst. Er hat Einschreibebriefe mit Rücksendung nicht angenommen, sodass wir dann letztendlich gezwungen waren, oder ich gezwungen war, jemanden zu bitten, das zu filmen, dass er das Kündigungsschreiben entgegennimmt. Und das haben wir dann auch gemacht. Stefan Kolb zeigt uns sein Video. Darauf ist er mit dem Kündigungsschreiben in der Hand zu sehen. Als die Wohnungstür sich öffnet, übergibt er den Brief. Sein Mieter nimmt ihn an. Viele Worte werden dabei nicht gewechselt. Doch auch nach der Kündigung verlässt der Mieter die Wohnung nicht. Ein Jahr wohnt er weiter, ohne zu zahlen. Es folgen eine Klage und ein Räumungsprozess. Das Verhalten eines Mietnomaden, sagt Anwältin Olena Pekarska, die den Mann aus einem ähnlichen Verfahren kannte. Es lief genauso. Er hat mehrere Monatsmieten offen stehen gelassen. Wir müssten ein Verfahren einleiten. Wir müssten vor Gericht die Räumung einklagen. Theoretisch hat Stefan Kolb Anspruch auf Schadenersatz. Doch seine Anwältin rät ihm von einer Klage ab. Bei seinem ehemaligen Mieter ist nicht viel zu holen. Seine finanziellen Verhältnisse sind nicht besonders gut. Daher sind die Aussichten, das Geld zu bekommen, tatsächlich sehr gering. Fehlende Mieten, die Schäden in der Wohnung, Anwalts- und Gerichtskosten summieren sich auf ca. 28.000 Euro. Stefan Kolb will gegen seinen Ex-Mieter klagen. Er fordert vor allem Gerechtigkeit. Ich habe den Rechtsstaat noch nicht völlig aufgegeben und hoffe, dass dieser Mann in irgendeiner Weise dafür bestraft wird.
Immer wieder geht es privaten Vermietern wie Stefan Kolb, weil sie vertrauen, statt genau zu kontrollieren, wem sie ihr Eigentum überlassen. Vom Vermieterverband Haus und Grund wollen wir wissen, wie man sich vor Mietnomaden schützen kann. Jurist Erik Amaya sagt, als Vermieter habe Kolb viel falsch gemacht, weil er seinen neuen Mieter nicht überprüft hat. Wichtig ist überhaupt bereits vor Vertragsabschluss, dass man sich absichert. Das heißt, dass man sich die Gehaltsnachweise vorlegen lässt, dass man auf die Mietkaution von 3 Netto-Kaltmieten besteht, dass man sich den Personalausweis vorlegen lässt, dass man auch einen Solvenzcheck mal durchführen lässt. Also wie sind die finanziellen Verhältnisse des Mietinteressenten, aber auch eine Mieter-Selbstauskunft, dass man vielleicht auch den Vorvermieter mal befragt, der hatte denn regelmäßig die Miete gezahlt. Das sind so Dinge, die man bereits vor Abschluss eines Mietvertrages abprüfen sollte, bevor man den Schlüssel überreicht. Nach 2 ausbleibenden Mieten sollte die Kündigung erfolgen, rät der Experte. Denn der Schaden wächst jeden Monat und Räumungsverfahren sind langwierig, so wie bei Stefan Kolb. Ja, die Chancen, dass Herr Kolb was von seinem Geld wieder sieht, sind übrigens nicht sehr groß. Der Mieter ist inzwischen untergetaucht. Morgen um 18.35 Uhr gibt es bei uns das Hallo Deutschland hautnah. Verpfuscht, verjagt, betrogen. Und da wird es dann eben auch um Baupfusch gehen und wie Sie sich dagegen schützen können.